super spannend. Also wir haben natürlich einen Reporter vor Ort gehabt, nicht nur einen Reporter, auch ein Kamerateam. Wir sind ja nicht nur mit der Kreiszeitung aktiv, auch mit kreiszeitung.de. Elona, unser E-Paper, Werbung muss sein. Und wir haben natürlich unglaublich viel gemacht und dafür gesorgt, dass ihr hier ein gutes Standing habt. Und ich hoffe, mit unserer Berichterstattung haben wir dafür gesorgt, dass auch die 250 Leute, das müsste es glaube ich sein, dass sie zusammenkommen. Ich drücke die Daumen. Und du hast mir gerade hinter der Bühne erzählt, so einen Anblick wie heute, den habt ihr öfter. Das ist ja eigentlich gar nichts Besonderes für euch in Weihe, denn ihr habt hier Summer in the City. Genau, wir haben Summer in the City. Ich sage immer, eigentlich müsste es ja Summer in Dörp heißen, weil wir sind ja keine City, aber es ist einfach großartig. Ich wohne seit 6 Jahren hier in Weihe, fühle mich hier sauwohl. Es ist einfach eine ganz, ganz tolle Ortschaft. Rein theoretisch, wenn ich mal Rentner bin, ich muss ja gar nicht weg, ich kriege alles. Ärzte, einkaufen. Und hier dieser Marktplatz mit dem Happening im Sommer, großartig. Neben der NDR-Sommertour, Hans, was war denn noch ein weiteres Thema in der vergangenen Woche? Ja, du wirst es denken können, die Hitze, die Hitze, die Hitze. Ist gar nicht so weit weg von uns gewesen, Lingen 42,6. Das war Hitzerekord, ja? Jedenfalls hier im Norden, glaube ich, ne? Nein, das war der deutschlandweite Hitzerekord. Zeitung lesen dabei gewesen. Die Polz war auch nicht schlecht. Nein, die Polz war auch nicht schlecht. Die hatten ja 41 Grad, auch nachzulesen im Diepolzer Kreisblatt. Also wir waren immer hautnah dabei, wunderbar. Pass auf, und jetzt, wenn ich dich schon mal da habe, du hast einen Wunsch frei. Welche Schlagzeile würdest du gerne mal hier in dieser Region erleben oder welche würdest du gerne mal schreiben und verkünden in der Kreiszeitung Siegen? Naja, ich sag mal, international ist ganz klar, Trump dankt ab, also den brauchen wir nicht. Das ist völlig klar. Wir sind hier in Weihe jeden Tag mit einer starken Seite dabei. Darum gibt es ja nur eigentlich morgen eine zu titeln. Weihe gewinnt die Top-Wette, der NDR muss noch mal zurückkommen. Danke, Chefredakteur Hans Wilms von der Kreiszeitung Siegen.